Dominik Vlasny alias Marco Pogo ist am Dienstag in das Rennen um die Hofburg gestartet. Auf der Wiener Maria-Hilfer-Straße warb der Turbo-Bier-Sänger um Wählerstimmen und die bis 2. September benötigten 6.000 Unterstützungserklärungen. Ich glaube, es muss ein Umdenken stattfinden im Land. Ich glaube, wir müssen alle Politik neu denken. Und die Ereignisse in den letzten Jahren haben mich dazu bewogen zu sagen, ja, das ist was, was ich machen möchte. Und ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, dass sich was tut und dass sich was ändert. Und deswegen sind wir und ist die Bierpartei motiviert, da die notwendigen Schritte zu setzen. Als Berufspolitiker sieht er sich nicht. Ich bin ein ganz normaler Typ aus dem Volk, der der Meinung ist, es gehört was geändert. Ja? Es gehört aufrichtig, offen und ehrlich kommuniziert. Wenn Sie mich fragen, was mich qualifiziert für das Amt, da gibt es vielerlei Dinge. Ja? Ich bin als Familienmensch bin ich der Meinung, dass mehr in Zeiten der Krise noch mehr für die Leute gemacht werden kann, muss und dass wir diesen Planeten nicht als Trümmerhaufen hinterlassen sollten. Wenn Sie mich als Mediziner fragen, dann sage ich Ihnen, wir dürfen nicht in eine 2- oder 3-Klassen-Medizin rutschen. Der Geldbeutel darf nicht darüber entscheiden, wer wie behandelt wird. Und wenn Sie mich als Künstler fragen, dann bin ich der Meinung, Künstler ist Kunst und Kultur ist der Kitt in unserer Gesellschaft. Und die Gesellschaft, die in den letzten Jahren auch auseinanderzufallen droht und verroht zum Teil. Ja. Und wenn Sie mich als Privatperson fragen, ja, das ist ein rebellischer Ansatz, der, und ich kann es nur nochmal sagen, in mir schon lange wächst. Es muss sich irgendwas ändern, wir müssen das neu denken, weil so geht's nicht. Auf eine Prozentzahl als Wahlziel will sich Vlasny zum Sammelstart nicht festlegen. Keinen Nachteil sieht er darin, dass er unter seinem bürgerlichen Namen anstatt seines Bühnennamens Marco Pogo kandidieren muss. Ich glaube, die Leute sind nicht blöd und kennen inzwischen meinen bürgerlichen Namen, der ist Dominik Vlasny. Ich finde es auch sehr gut, dass wir in einem Land leben, wo kein Künstlername, kein Pseudonym oder sonst irgendwelche, manchmal sind Späße am Wahlzettel zu finden, aber sicher nicht von mir. Es ist auch richtig so, dass ich mit bürgerlichem Namen Dominik Vlasny antreten kann und ich glaube, die Leute checken das schon und es ist jetzt auch noch 3 Monate Zeit, ihnen den Namen weiter zu vermitteln. Das Gute ist, wenn man den Dominik Vlasny wählt, kriegt man Marco Pogo auch dazu und das ist, glaube ich, so wie ein Happy Hour eigentlich.